Hallo Zwillinge, am 1. Februar hast du Sonne Quadrat Mars. Am Monatsanfang könntest du von deinen Mitmenschen oder von den Umständen in deiner Entfaltung eingeengt und eingeschränkt werden. Positiv betrachtet sind Haushaltsarbeiten sowie Arbeit im Hintergrund äußerst fruchtbar und erfolgreich. Viele Zwillinge werden bald eine Prüfung machen oder an einer besonders wichtigen Lernveranstaltung teilnehmen. Themen wie zum Beispiel Bewerbung, Bildung, berufliche Eigenständigkeit und Reise sind mit Schwierigkeiten leider verbunden. Auch am 1. hast du Venus in Wassermann eingetreten. Bis 25. Februar sind manche Beziehungen schwierig. Es empfiehlt sich dementsprechend besonders respektvoll und verständnisvoll mit einem nahestehenden Menschen umzugehen. Abwechslungsreiche Aktivitäten mit Ausländern oder in Verbindung mit den Themen Bildung sind möglich. Wir haben dann zwischen 2. und 11. des Monats Venus-Konjunktion Saturn und auch Venus-Konjunktion Jupiter in Wassermann. Wahrscheinlich hast du keine Lust mehr, so viel Arbeit wie früher zu haben. In Partnerschaften sollte man einen ehrlichen Ausgleich zwischen Freiheit und Verpflichtung finden. Neue Unternehmungen und Freizeitaktivitäten mit Familie oder Lebensgefährten sind möglich. Wir haben zwischen 10. und 11. des Monats einen Neumond in Wassermann. Elternteile werden mehr Zeit für die Bildung oder Erziehung ihrer Kinder aufwenden müssen. Neues in den Bereichen des Lernens, Werbung und Weiterbildung ist zu erwarten. Durch diesen Mond werden dir neue Wege und Möglichkeiten geöffnet, auch wenn manche Dinge nicht einfach sind. Du hast zwischen 12. und 17. Februar Saturn Quadrat Uranus. Dieser Aspekt wird sich dreimal im Jahr wiederholen. Für die Verwirklichung von individuellen und gemeinschaftlichen Zielen ist es notwendig, manche Ängste zu überwinden und sich entschlossen in eine bestimmte Richtung zu begeben. Dinge, die im vorherigen Jahr ins Stocken geraten sind, müssen in diesem Jahr erledigt werden und das kann keine einfache Aufgabe sein. Das heißt, bestimmte Dinge werden sich verzögern in diesem Jahr. Am 18. des Monats hast du Sonne in Fische eingetreten. Bis 20. März wirst du dir überlegen, ob eine berufliche Änderung sinnvoll wäre. In den Bereichen des Berufes und der Finanzen können Frustrationen und unsichere Situationen eintreten. Wenn du ein Auto hast, dann könnte bald eine Reparatur erforderlich sein. Du hast zwischen 19. und 20. des Monats Venus Quadrat Mars. An diesen Tagen könntest du eine Initiative ergreifen, die nicht die gewünschten Ergebnisse bringen wird. Im positiven Sinne kann man in der Liebe schöne Momente erleben. Am 21. haben wir dein Herrscherplanet Merkur wieder direkt laufend in Wassermann. Das heißt, bis Mitte März wird es dir besser gelingen, eine Planung zu entwickeln, welche deinen Horizont erweitern wird und dir einen neuen Blick für die Welt öffnet. Eine Reise oder Besuch könnte bald in den Vordergrund treten. Zwischen 22. und 25. haben wir Mars Trigon Pluto. Du wirst eine große Leistung erbringen können und wenn es Hindernisse gibt, wirst du diese aus dem Weg mit wenig Aufwand räumen können. Am 25. Februar haben wir Venus in Fische eingetreten. Bis 21. März wirst du die Gelegenheit nutzen, mit Menschen aus der Ferne zu arbeiten. Es kann geschehen, dass ein Familienmitglied einen wichtigen Termin hat und du ihn dabei unterstützen wirst. Und dann haben wir am 26. und bis 27. des Monats einen Vollmond in Jungfrau. Hausarbeiten und privaten Anlässe können am Monatsende eine
hervorgehobene Stellung haben. Meine liebe Zwillinge, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Februar 2021. Falls du eine individuelle Beratung für die kommende Zeit brauchst, kannst du gerne diese auf meiner Homepage buchen. An dieser Stelle bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank und ein glückliches Februar 2021.